Leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder. Pflegen Sie ein persönliches Ritual in Bezug auf die ersten Informationen an einem neuen Tag? Ist es ein Blick auf die Wetter-App, die Tagesschau-App oder der Blick in eine Zeitung, ob online oder gedruckt? Seit langer Zeit haben meine Frau und ich die Tradition, dass wir morgens bei einer Tasse Kaffee zusammensitzen und die sogenannten Losungen lesen. Zwei Bibelworte für den Tag, die von der Herrnhuter Brüdergemeinde stammen. Oft, nicht immer, kommen wir dann darüber ins Gespräch. Heute möchte ich Ihnen ein Bibelwort aus 2. Timotheus 1, Vers 7 zusprechen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das Angebot, das Gott Ihnen heute macht. Dieser Zuspruch begegnet uns auf einer anderen Ebene als die neuesten Nachrichten zum Thema Corona. Das Wort gilt Ihnen heute und für immer. Und das neben den aktuellen Tagesnachrichten. Wie unterschiedlich gehen wir Menschen mit dieser Ausnahmesituation der Corona-Pandemie um? An dem einen Ende des Spektrums sind dort Menschen, die große Angst haben vor dem unheimlichen Virus, in dessen Strudel wir bereits geraten sind. Am anderen Ende sagen Menschen, Krise ist auch Chance. Wir hören ständig die neuesten Zahlen, global und lokal, und erkennen, dass wir relativ machtlos sind. Das, was wir tun können und sollen, ist Hände waschen, Abstand halten und die Experten anhören. Ist da noch Zeit für einen geistlichen oder spirituellen Gedanken? Ich würde sagen, ja. Wir haben die Macht, das zuzulassen und Gottes Wort wirken zu lassen. Also lassen Sie uns das Wort noch einmal hören und es einfach auf uns wirken lassen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Auch wenn das öffentliche Leben und unser persönliches Leben eingeschränkt wird, die Gedanken bleiben frei. Wir haben die Chance, Wesentliches zu sehen und zu benennen, und davon unser Leben bestimmen zu lassen. Biblische Gedanken haben Menschen zu allen Zeiten Kraft und Hoffnung gegeben, da sie von Menschen verfasst wurden, die in ihrem Leben mit Gott die Höhen und Tiefen des Lebens durchlaufen haben und durch Zeiten des Glaubens und Zweifels gegangen sind. Doch am Ende einer schwierigen Lebensphase konnten sie dann sagen, Gott hat mich lebendig gehalten mit seinem Geist, der Kraft und der Liebe. Schauen Sie in das biblische Buch der Psalmen. Dort finden Sie zahlreiche Beispiele. Gottes Geist eröffnet uns einen weiten Horizont von Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich rede also vom göttlichen Horizont in einer Zeit, wo wir ganz andere Erfahrungen machen, dass nämlich unser persönlicher und gesellschaftlicher Horizont eingeschränkt wird. Wir werden aufgefordert, auf Abstand zu gehen, Kontakt zu vermeiden, in der Hoffnung, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Wie gesagt, zu verlangsamen, das heißt nicht zu unterbinden. Was für Aussichten, die den menschlichen Horizont als sehr bedrohlich aufzeigen. Wir, die wir gewohnt sind, mit Menschen zusammenzukommen, sollen uns plötzlich zurückziehen. Rückzug heißt das Gebot der Stunde. Was macht das mit uns? Was tun wir, wenn wir in Quarantäne gehen müssen oder uns auf unsere vier Wände beschränken müssen? Die ersten kreativen Ideen machen in den sozialen Netzwerken und Medien bereits die Runde. Singen auf dem Balkon, gemeinsame Konzerte per Videokonferenz und anderes. Rückzug muss also nicht gleich Einsamkeit bedeuten. Rückzug hat tatsächlich ein kreatives Potenzial, das es zu entdecken gilt. Dazu folgende Begebenheit. 1665 grassierte die Pest in London.
Sir Isaac Newton, war Professor an der Universität Cambridge. Wegen der Pest hat die Universität ein Jahr lang den Studienbetrieb eingestellt. Da hat sich Isaac Newton für ein Jahr lang auf das elterliche Grundstück auf dem Land zurückgezogen. Dort hat er in diesem Jahr des Rückzugs, der Isolation und Ruhe Zeit mit seinen Gedanken verbracht und die Grundlagen der modernen Mathematik und Physik gelegt. Diese Situation hat ihm die Möglichkeit gegeben, Dinge zu entwickeln, die die Welt verändert haben. So können auch wir bei einer Zwangspause die Zeit nutzen, um die Ressourcen in uns zu aktivieren und den Dingen nachzugehen, die uns innerlich wirklich beschäftigen. Vielleicht wird bei jemandem der Rückzug, den wir jetzt einhalten, zu einer wichtigen Entdeckung führen, die dem eigenen Leben oder der Gesellschaft nutzt, das Leben zu verbessern und die Kraft und Liebe unseres Menschseins zu verdeutlichen. Denn Gottes Schöpferkraft steckt in einem jeden von uns. Wir dürfen uns das gerade in Zeiten wie diesen bewusst machen. Ja, Gott hat sie mit Kraft und Liebe und Besonnenheit erfüllt. So beschreibt es der Vers in dem Timotheusbrief. Das permanente Schauen auf die Entwicklung der Viruspandemie zehrt an unserem Kräftehaushalt. Deshalb brauchen wir ein Gegenmittel. Das finden wir in Gottes Gedanken, die er durch Menschen der Bibel zu uns spricht. Uns wurde der Geist Gottes zugesprochen, zum Beispiel in der Taufe, in einer Segnung, die wir erhalten haben, und kann uns täglich neu zugesprochen werden. Wir können uns segnen lassen. Das muss nicht immer der Pastor tun. Das kann auch durch ein Familienmitglied geschehen. Wir dürfen in Krisenzeiten nicht nur die Gefährdung unseres Lebens vor Augen haben. Wir dürfen auch auf den Schöpfer des Lebens schauen, der uns mit seinem Geist ausgestattet hat und mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen kraftvollen und gesegneten Tag. Komm, leg sie nieder, lass sie los.